Die Banken müssen sich auf eine mehrjährige Krise einstellen. Das habe ich nicht einfach so in den Raum gesagt, sondern das kam jetzt auch, wie ihr hier seht, vom Leiter der Europäischen Bankaufsichtsbehörde EBA. Und auch er warnt eben die Geldhäuser vor einer anhaltenden Krise, vor allem im Bereich der Gewerbeimmobilien. Und wir bekommen immer mehr Kommentare unter unseren Videos oder auch generell uns geschrieben, ja, ihr berichtet immer über so viel Negatives, jetzt sagt doch mal wieder was Positives. Und ganz ehrlich, das würde ich ja gerne. Ja, aber ihr seht ja, wie sich diese Situation zuspitzt. Und deshalb habe ich heute nochmal hier ein paar Punkte zusammengetragen, die ich mit euch durchgehen möchte, warum es gerade so verdammt wackelig ist. Einfach damit man ein besseres Verständnis dafür bekommt, warum die EZB, die FED, alle möglichen Institutionen im Prinzip Verluste machen, warum mittelgroße Banken und kleine Banken regelmäßig pleite gehen, warum die Finanzkrise jetzt schon, diese kleine Mini-Krisen, diese gesamte Finanzkrise 2008 bei weitem überstiegen hat, ja? All das sind ja Fakten. Und ganz ehrlich, es riecht nach einem Börsencrash. Es riecht nach Riesenproblematiken, die wir hier noch bekommen. Und all das spielt im Endeffekt zusammen. Das heißt, die Krisen häufen sich weltweit. Wir haben überschuldete Staaten, wir haben hohe Zinsen, wir haben das Risiko, nochmals höhere Inflationswellen zu sehen. Wir haben Gewerbe, die ohne Ende pleite gehen. Also all das wollen wir heute mal ein bisschen besprechen, ein bisschen aufdröseln. Ja, und wenn ihr irgendwen im Bekanntenkreis habt, der der Meinung ist, die Aktienmärkte, die werden weiter durch die Decke gehen und Nvidia geht auf 8.000 Dollar hoch, und Bitcoin steht nächste Woche auf 500.000 und was nicht alles, dann schickt ihm auch gerne mal dieses Video, teilt es gerne, einfach, dass wir mal auch über die Risiken am Markt sprechen. Es ist toll, wenn alles positiv läuft, aber wir müssen auch ehrlich und offen über Risiken sprechen. Wenn es keiner macht, dann mache ich das gerne. Mein Name ist Jan Wilhoff von axinocapital.de. Wenn ihr aus unseren Videos hier für euch etwas mitnehmen könnt, dann gebt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben, vielleicht auch einen kurzen Kommentar etwas zurück, da freuen wir uns sehr. Also warum reden wir hier eigentlich immer wieder von Krisen? Warum sagt jetzt auch der EBA-Chef, also von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde, ich zitiere nochmals, Banken müssen sich auf mehrjährige Krisen einstellen? Nun ja, das große Problem sind natürlich die Zinsen, aber zudem auch die Gewerbeimmobilien. Ja? Warum die Gewerbeimmobilien, warum sind die so ein großes Problem? Nun ja, insbesondere in den USA gibt es direkt zwei Sachen. Erstens, wie gesagt, die hohen Zinsen, die vor allem auch die Refinanzierung für viele Bauträger, Investoren einfach extrem verschweren. Ja? Und das macht es für die Banken eben so ein bisschen gefährlich, wenn nämlich die Investoren nicht mehr in der Lage sind, ihre Kredite zu bezahlen, ja, dann guckt die Bank eben blöd in die Röhre. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Problem, dass vor allem dieser Homeoffice-Trend, also weg vom Büro, eben immer weiter zugenommen hat. Ja? Einerseits eben, weil die Leute, wie gesagt, im Homeoffice arbeiten, andererseits auch, weil Büros ein riesiger Kostenblock sind und gerade in einer wirtschaftlich so schweren Zeit sind Unternehmen auch happy, eben entsprechend ihre Büroräumlichkeiten reduzieren zu können. Ich habe es ja schon mal angesprochen, wir sehen das hier selber bei uns. Wir sind jetzt hier in einer neuen Büroeinheit, aber um uns herum stehen die Büros alle leer, ja, weil eben kein Business, auch jetzt gerade bei uns in Deutschland, wirklich investieren kann und investieren will. Denn ich glaube eben, viele riechen diese große Krise schon immer weiter auf uns zukommen. Wir haben zwar die Aktienindexe, den DAX, den S&P auf Höchstständen, aber das heißt nicht, dass die Wirtschaft in der Breite gut aussieht. Im Gegenteil, ja, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Im Verlauf des Videos, das macht am Ende dann hoffentlich alles Sinn, was ich versuche, euch hier mitzugeben. Schauen wir erstmal hier, das ist eine Grafik von The Visual Capitalist. Die machen immer sehr gute Grafiken. Die haben einmal zusammengetragen, vor allem in den USA, ja, was auch die US-Großbanken, inwiefern die vor allem auch in dem Gewerbeimmobiliensektor drin sind. Ja, wir haben ja zuletzt schon viele Banken pleite gehen sehen, ja, aufgrund der gestiegenen Zinsen, die Silicon Valley Bank, die New York Community Bank Corp. Dazu hatten wir auch jetzt die Deutsche Pfandbriefbank, die ordentlich was auf den Deckel bekommen hat, weil sie stark in dem US-Gewerbeimmobilienmarkt involviert ist. Und wir sehen hier auch diese ganzen großen Banken, die haben einen enormen Exposure auch in Gewerbeimmobilien, sind eben mit diesen Gewerbeimmobilienkrediten verbunden, ja. Also wir sehen jetzt hier Banken wie JP Morgan 1,4 Billionen, Bank of America 1,1 Billionen, Citigroup auch knapp 1 Billion. Ja, das sind Riesensummen, die die Großbanken entsprechend in diesem Sektor haben. Und wenn der Sektor mal richtig kracht, dann kracht es eben entsprechend auch bei den Banken. Und die Großbanken, die sind systemrelevant. Die will man auffangen, besonders in den USA, mit Gelddrucken.
Gelddrucken gleich Inflation. Ja? Und die kleineren Banken, ja, die muss man notfalls über die Wupper gehen lassen. Aber das macht es eben auch nicht so viel einfacher. Ja? Man kann ja jetzt auch sagen, naja, wenn die Banken pleite gehen, dann gibt es ja die Einlagensicherheit. Ja, zum Thema Einlagensicherheit auch was ganz Interessantes. Ja, wir hatten das ja früher, 2008 hat sich ja auch die Merkel hingestellt und hat gesagt, die deutschen Einlagen, die sind sicher bei den Banken. Ja, wir erinnern uns zurück, die Finanzkrise 2008, hier hat Bild ein sehr interessantes Interview mit Josef Ackermann, das war der ex-deutsche Bankchef im Jahr 2008, also er war quasi in diesem Krisenjahr der deutsche Bankchef und er hat eben entsprechend hier in dem Interview, ganz interessant, wenn man ein bisschen runterscrollt, auch gesagt, dass im Prinzip alles eine Lüge war, ein Bluff, ja, ein bisschen aufgeschrieben oder aufgeblasen, ja, er sagt im Prinzip zu diesem Thema Einlagensicherung, die versprochen ist, die deutschen Einlagen, die deutschen Gelder sind sicher, sagt er, man kann sich ja mal ausrechnen, wie viel Bargeld das eigentlich gewesen wäre und was das für den Staat bedeutet hätte, wenn man das alles hätte auffangen müssen. Da hat man sich natürlich zu wenig Gedanken gemacht in dieser kurzen Zeit, aber es zeigt eben, manchmal muss man einen mutigen Schritt tun und sich den Wogen entgegenstellen und Vertrauen wieder schaffen. Ja? Und hier wird dann noch geschrieben, braucht es manchmal Lügen, um das Land zu retten. Ja? Er sagt dann noch, als Banker darf man nicht die Unwahrheit sagen, aber in der Politik ist man da ein bisschen flexibel. Das zeigt im Prinzip, damals, als es hieß, die Einlagen sind sicher, das war ein Bluff. Das hätte man niemals bezahlen können. Und deshalb ist es auch so wichtig zu wissen, dass wenn kleine und mittlere Banken über die Wupper gehen und eine Bankenkrise ausgelöst wird, dieses Mal ist die Bankenkrise noch sehr viel größer. Ich habe es euch letztes Mal gezeigt. Schon jetzt übersteigt die Bankenkrise, die wir bisher hatten mit diesen 3-4 Pleiten, die wir insgesamt hatten, übersteigt schon die Finanzkrise 2008 bei weitem. Ja, und das muss man sich vor Augen halten. Schauen wir mal weiter. Wie schlimm ist es denn? Nun ja, wir hatten hier, so berichtete es Bloomberg, den größten kanadischen Pensionsfonds. Der hat einen großen Anteil, den er an einem Milliarden-Dollar-Projekt hatte, Gewerbeimmobilien, hat man für einen symbolischen Dollar verkauft, weil man gesagt hat, verdammt, diese Kosten mit der Refinanzierung, diese Risiken, die können wir nicht mehr tragen. Und man hat eben seinen, ich glaube, es ging so um 35-prozentigen Anteil, hat man an einen Projektpartner für einen symbolischen Dollar verkauft, weil man dieses Risiko, diese riesigen Probleme, die im Gewerbeimmobiliensektor abspielen, nicht mehr tragen kann. Ja, also wenn schon so ein riesen Office Tower für einen Dollar verkauft wird, dann glaube ich, weiß man Bescheid. Wir wissen auch alle, die EZB, die hat seit 20 Jahren zum ersten Mal einen riesigen Verlust verkennzeichnen müssen. Warum? Auch hier sind es die gestiegenen Zinsen, die enorme Probleme bereiten. Wir sehen also, diese Bankenkrise, die brodelt nicht nur in den USA, die brodelt auch bei uns. Und nicht nur bei der EZB, ihr habt es alle mitbekommen, auch ein zweistelliger Milliardenverlust hat bei der Deutschen Bundesbank stattgefunden. Und dieser Verlust geht auch laut Aussagen der Bundesbank wohl noch in den nächsten Jahren weiter. Ja, was heißt das? Nun ja, die Bundesbank hat zwar Rücklagen, irgendwann sind aber auch die aufgebraucht und dann, ja, was steht denn dann an? Vermutlich dann der Verkauf des deutschen Bundesgoldes. Ja, auch wenn das jetzt die Bundesbank nicht offen aussprechen wird, aber es ist ja klar, irgendwoher müssen ja die Rücklagen kommen. Und dafür ist dann eben das Gold da. Ganz kritisch. Ja, wenn wir jetzt immer mehr, da gibt es ein schönes Bild zu, das können wir hier gerne mal einblenden parallel, ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand, denn wenn wir immer mehr Gold im Prinzip Richtung China, Richtung Osten, Richtung BRICS verkaufen und auf der anderen Seite uns selber schön mit, wertlosen Fiat-Geld eindecken. Genau das ist mein Humor. Also so viel zum Thema, wie geht es uns eigentlich in Deutschland. Schauen wir weiter. Auch die BaFin, die deutsche Bankaufsichtsbehörde, die warnt vor Schwierigkeiten bei Banken wegen Preisverfall in genau diesem Sektor. Ja, auch das ein weiterer Indikator. Diese ganzen offiziellen Institutionen, die würden sich niemals dazu äußern, wie schwierig die Lage wirklich ist. Das muss uns allen bewusst sein. Aber selbst diese offiziellen Institutionen sagen schon, wir haben Riesenprobleme. Ja, und auch die Fed, hatte ich euch in einem der letzten Videos gesagt, hat offen zugegeben, es wird Bankenpleiten geben. Das sind nur die Details, die man mal rauslässt. Ja, das ist nur die Spitze des Eisberges von dem, was man uns eigentlich erzählt. Ihr habt ja in diesem Bild-Interview, was ich euch kurz, wir verlinken übrigens alle Links auch unter dem Video, in diesem Bild-Interview von dem Ackermann, haben wir ja schon gehört, ja, wenn sich die Politik hinstellt und sagt, eure deutschen Einlagen sind sicher, dann ist das gelogen. Und das ist eben der springende Punkt. Wenn man jetzt schon versucht, offen und ehrlich zu uns zu sein, kann man sich eben ausmalen, was am Ende des Tages noch verborgen bleibt. Ganz wichtig und das muss man eben wissen. Schauen wir weiter.
Auch Goldman Sachs spricht inzwischen davon, dass sie ja das Ende des Zinszykluses gar nicht so einfach sieht. Sie sprechen auch davon, dass man wahrscheinlich diese 2% Inflationsziel gar nicht schaffen kann. Und sie gehen eben auch davon aus, dass der finale Endzins ja dieses Mal sich so in diesem ja, erhöhten Zyklus mit erhöhten Zinsen bei 3,5% Zinsen einpendeln würde. Ja, okay, jetzt sagt man 3,5% Zinsen, warum erzählst du uns das, Jan? Ich erzähle euch das ganz einfach deshalb, weil die Banken eben während der 0% Zinsperiode Anleihen gekauft haben. Der Wert von Anleihen sinkt allerdings, wenn Zinsen steigen. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt sitzen die Banken auf Billionen von Buchverlusten. Ja, also wie wenn wir ein Minus in unserem Depot haben, aber das entsprechend nicht verkaufen, das sind dann Buchverluste. Die müssen Banken aufgrund regulatorischen Vorteilen nicht angeben. Ja, das heißt, da haben wir schon mal diese Riesendiskrepanz, die Banken sind im Minus. Jetzt hat jeder gesagt, naja, die Zinsen werden ja irgendwann wieder gesenkt. Ja, jetzt sagt aber auch Goldman Sachs, hey, so eben wird man die Zinsen nicht senken können. Und wenn, sieht man so 3,5% als Ziel. Was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, die Banken werden sehr wahrscheinlich von ihren Buchverlusten nie wieder wegkommen. Ja, das heißt auch da Milliarden, Billionen im Bankensystem, die verbrannt sind. Auf welche Rücklagen sollen denn Banken zurückgreifen, wenn die Rücklagen um Billionen im Minus sind? Dem Bankensektor geht's beschissen. Um es einmal wirklich auf den Punkt zu bringen, ja. Schauen wir nochmal weiter. Was haben wir denn noch so? Auch die Wirtschaftslage in den USA, die schreit eindeutig, kauft Gold. So schreibt es Zero Hedge. Warum? Nun ja, im verarbeiteten Gewerbe und auch bei den Verbrauchern, da läuft es zumindest in den Vereinigten Staaten so, dass man ganz klar den Daumen nach unten geben kann. Hä? Wie? Was läuft denn da nicht so gut? Zum Beispiel hieß es hier beim Business Insider, dass die Firmenpleiten im letzten Jahr deutlich gestiegen sind und eben jetzt schon die Firmenpleiten auf dem Stand von der Pandemie sind. Und 2024 wird nochmals weitere Krisen und weitere Firmenpleiten hervorbringen. Auch wir in Deutschland sehen es, wir haben Abwanderungen der Unternehmen, wir haben eine Pleitewelle bei den Unternehmen, aber wahrhaben möchte es keiner. Am Ende des Tages verrät man uns immer nur die Hälfte. Ja, deswegen immer vorsichtig, was ihr wie glaubt. Und dann haben wir noch hier, ja, die von Morgan Stanley, die Frau Ellen Zentner, ja, die ist auch ganz oben mit bei Morgan Stanley mit dabei und sie sagte in einem Interview bei CNBC ganz offen, ja, wir werden eine harte Landung, eine Rezession in den USA bekommen. Sie kann zwar noch nicht sagen, wann, aber sie garantiert uns, dass wir eine Rezession in den USA bekommen werden. Die jetzt stattfindet, ob man die nochmal verhindern kann und sie etwas später stattfindet, das steht in den Sternen. Aber auch das spricht wieder dafür, dass wir in einer extrem, extrem riskanten Situation sind, wenn, wie gesagt, sogar schon von offiziellen Seiten gewarnt wird. Ich habe es vorhin erwähnt, aber wir müssen immer bedenken, das, was offiziell erzählt wird, ist hier und die Dunkelziffer, die Krisen, die schlummern hier unten am anderen Teil des Eisberges. Die will man uns noch nicht erzählen. Das werden wir erst herausfinden, wenn es viel zu spät ist. Und ich möchte hier nicht irgendwie zu einem Bankenrun aufrufen, von wegen, geht jetzt alle zur Bank und sichert euer Geld. Nein, weil am Ende des Tages, wir wissen nicht, was passiert. Fakt ist aber, die wirtschaftliche Lage ist super schwierig. Und auch Dimitri Speck hat ja kürzlich bei uns in einem Video erzählt, dass er eindeutig davon ausgeht, dass viele Indikatoren gerade ganz klar für eine Blase sprechen, für eine Blase auch bei den Tech-Aktien. Und dass dieser ja unlimitierte Wachstum, der uns die ganze Zeit auch propagiert wird, wir haben ja kein Wachstum in der Marktbreite. Der Markt, der dümpelt vor sich hin. Wir haben nur einzelne Unternehmen, die in der Lage sind, die Indexe mit nach oben zu ziehen. Ja, und das zeigt einfach, wie riskant es gerade steht. Zudem haben wir noch Krisen aus China, über die habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Klar ist, aus unserer Sicht, ja, und das ist jetzt nur Meinung, keine Anlageberatung, der schwarze Schwan, dieses Black Swan Event, dieses Event, was uns alle nochmals tiefer in eine Krise bringen könnte, das schlummert schon auf dem Fluss, auf dem See, wie auch immer man möchte. Ob es in diesem Jahr kracht, ob es in 2025 kracht oder ob man das jetzt nochmal gerade biegeln kann und wir dann in 2028 das große Erwachen haben, das steht in den Sternen, ja. Es gibt ja so viele als Crash-Propheten bezeichnete Leute, die schon seit Jahren davor waren, dass das System zusammenbricht und man hat es trotzdem immer wieder retten können. Dennoch,
So riskant, wie es aktuell ist, war es noch nie, denn jetzt kommt eben dazu, dass auch die offiziellen Institutionen ihre Warnungen aussprechen. Ich würde mich warm anziehen, wenn ich an der Börse aktiv bin, wenn ich nicht an der Börse aktiv bin ohnehin. Und ich würde auch versuchen, wenn ich jetzt auch schon gute Gewinne gemacht habe, wenn ich vielleicht auch aus dem Krypto-Universum komme und dort gute Gewinne gemacht habe, würde ich auch gucken, dass ich mir einen Teil davon auch in Sicherheit bringe, einen Teil davon vielleicht auch in Gold, Goldminenaktien investiere, weil das sind aus unserer Wahrnehmung und auch von dem, was Analysten sagen, eben noch derzeit unterbewertete Assets. Was ist denn sonst noch großartig unterbewertet? Ja, wir haben wirklich Tech-Aktien, die bis zum Mond gestiegen sind und teilweise vielleicht auch berechtigt, aber wir dürfen auch nie vergessen, auch eine Nvidia wird immer weiter Konkurrenz bekommen. Ja, Stand jetzt ist die Konkurrenz noch weit hinter Nvidia hinterher und kann nicht mit so leistungsstarken Chips im Prinzip mithalten, aber die wissen, dass dort Geld zu verdienen ist und auch die werden ihr Bestes tun, um nachzuziehen. Also, ich will hier keine Angst machen, ich möchte keine Sorgen verbreiten, ich möchte einfach nur, dass man nicht immer nur davon spricht, dass die Märkte unlimitiert steigen können, weil das wird einfach nicht passieren. Die Historie zeigt einfach, dass es immer wieder kracht. Und gerade riecht es einfach aufgrund der genannten Faktoren nach, ja, vielleicht sogar einem Börsencrash, zumindest mal nochmal einer großen inflationären Blase, die hier platzt. Ich bin gespannt, schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Seht ihr das auch so schlimm? Sagt ihr, nein, ist doch alles locker an der Börse. Jan, mach dir mal keine Gedanken. Ich bin gespannt. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne am 26. 27. April zu uns auf die Investmesse. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Wir haben dort einen kleinen Stand, wir haben auch Vorträge und wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen.